Ja, ja, HP und sein Liebesleben. Geht's ums Berufliche, tönt der Scootersänger an vorderster Front. Seine Privatsphäre aber schützt er wie kaum ein anderer. Das möchtest du wohl wissen. Lange hat er nur rumgedruckst, jetzt aber spricht der 46-Jährige endlich Klartext. HP hat eine neue. Aber er genießt sein Glück mit äußerster Vorsicht, sagt, er habe seine guten Gründe. Es ist eine Kunst für sich, HP in Interviews zu knacken. Über große Gefühle spricht er nicht gern, Seeleneinblicke liefert er selten. Umso erstaunlicher, was der sonst so unnahbare Scooter-Frontmann uns jetzt offenbart. Hinter den Videodrehkulissen zur neuen Single 4AM lässt er uns wissen, er ist verknallt. In seiner Sprache klingt er so. Ja, doch, gibt's ja immer mal, ne? Nicola Jansko heißt sie und ist eine Hamburger Unternehmerin. HP hat sie bis jetzt ganz bewusst geheim gehalten. Also ich wollte das dieses Mal alles so ein bisschen entspannter angehen und dann bin ich auch erst seit gut einem Jahr so geschieden und dann wollte ich nicht gleich wieder mit fliegenden Fahnen und so. Viele machen das ja so von einer Kiste in die nächste und nö, erst mal langsam mal gucken. Aber läuft gut. Ja, läuft alles. Es scheint, die 44-jährige Schmuckdesignerin hat HP emotional wiederbelebt und es geschafft, dass sich nach der Trennung von Ex-Simone wieder was in ihm regt, wenn auch mit angezogener Handbremse. Die Vergangenheit hat HP gebrandmarkt, sagt er selbst. Seine erste und letzte Ehe mit dem Model hielt nur 5 Jahre. Auch wenn er äußerlich unnahbar wirkt, innerlich scheint er gut geordnet. Nur der romantische Glaube an ein Immer und Ewig, den hat er irgendwo zwischen Trennung und Neuanfang verloren. Das ist ja auch unberechenbar. Das hat in der Vergangenheit, hat man es ja auch schon erlebt, Gott, man verliebt sich, dann ist man vielleicht eine Zeit zusammen, dann klappt es irgendwann nicht mehr. Und von daher ist das schwierig, da irgendeine Prognose abzugeben. Mit Nicola, von der es bisher nur wenige gemeinsame Fotos mit HP gibt, genießt er den Augenblick. Sie ist reifer, mit 44 sieht sie das mit den knapp bekleideten Groupies vermutlich gelassener als seine Ex. Eifersucht war nämlich ein Thema. Das ist immer ein Problem und ich glaube, das ändert sich auch nie, weil bei aller Toleranz ist das dann schon manchmal eben extremer als in anderen Berufen, dass eben auch oft Mädels irgendwo sind und ja, da muss man schon sehr selbstbewusst sein und sagen so und so. Aber eigentlich, wenn man so eine Vertrauensbasis hat, vieles ist ja auch wie ich Job, das heißt, man macht dann so wie hier jetzt ein Videodreh, dann kommen die Models, werden geschminkt, tanzen und dann ist auch wieder vorbei. Heißt das, seine Neue macht das alles mit? Hat der erfolgreiche X-Factor-Juror endlich gefunden, wonach er gesucht hat? Weil dieses krampfhafte Suchen nach der idealen Partnerin, das ist, glaube ich, Unsinn. Das wird nicht funktionieren und so ergeben sich Sachen und ich finde immer mit jeder Beziehung ist man wieder ein Stück reifer geworden. Vielleicht auch man selber stellt fest, wo Defizite sind, was man vielleicht dann mal anders machen sollte beim nächsten Mal. Ob man es dann durchhält, ist wieder eine andere Frage. Aber natürlich ist das eine Bereicherung dann. Was läuft mit Nicola jetzt besonders gut? Das möchtest du wohl wissen. Da werde ich mich nicht so äußern. Okay, diese intimen Infos wollen wir an dieser Stelle wirklich nicht wissen. Aber wir bedanken uns für die interessanten Einblicke in HPs wirkliche Gefühlswelt. Dafür, dass er uns zum ersten Mal erzählt hat, was ihn beziehungstechnisch bewegt. Nur bei einer Sache, da nehmen wir ihn beim Wort. Also ich sage rechtzeitig Bescheid, wenn ich mir überlege, wieder zu heiraten. Also dann rufe ich an. Abgemacht, aber wetten, dass wir es schon früher herausbekommen? Kriegt ihr auch so mit, da bin ich fest und überzeugt. Eben. Und wer weiß, vielleicht sind die Glocken, die während unseres Interviews gebimmelt haben, auch sowas wie Vorboten. Hm?